Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich möchte heute einfach mal so ein paar Gedanken mit euch teilen und euch auch mal so als Beispiel zeigen, wie sehr das Universum in Bewegung kommt, wenn man einfach mal Entscheidungen in seinem Leben trifft und wenn man vor allem die Entscheidung trifft, so wie das bei mir ja war vor einigen Monaten, dass ich an dem Punkt angelangt war, wo ich mir gesagt habe und auch die Entscheidung getroffen habe, mit allen Konsequenzen, dass ich nur noch die Dinge künftig mache, die mir am Herzen liegen. Dass ich also mit anderen Worten ausgedrückt nur noch meinem Herzen folge und nicht mehr irgendwelchen Dingen nachgehe, um Geldenergie dafür zu bekommen, die meinem Herzen nicht entsprechen. Und das hat für mich ja auch einfach so zur Konsequenz, dass ich mich nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel verabschiedet habe. Und mir ist jetzt eben, ich bin ja hier immer noch in Dresden bei Rudi Alexander Daniel, wollte eigentlich am Computer was arbeiten, komme irgendwie gerade nicht ins Internet, warum auch immer. Und mein Mann und Rudi, die sind drüben noch dabei, weitere Übungen und Meditationen aufzunehmen. Und deshalb ist mir jetzt so spontan der Gedanke gekommen, die Kamera zu schnappen und euch jetzt einfach hier mal daran teilhaben zu lassen, ein paar Gedanken mit dir, mit euch zu teilen, wie das Universum einfach da in Bewegung kommt, wenn man Entscheidungen trifft. Denn uns ist gerade eben, als wir noch so zusammengehockt haben, bewusst geworden oder mir vielmehr auch, was da gerade Großartiges entsteht. Ich bin ja hier so auf der Durchreise, vom Saarland über Frankfurt, wo ich bei Dr. Karin Bender-Gonser war und wir unseren Kurs zur holistischen Zahngesundheit noch erweitert haben. Dann ging es jetzt hier weiter in Dresden bei Rudi Alexander Daniel. Da ist eine spirituelle Therapie jetzt entstanden, die im nächsten Jahr an den Start geht. Und da ist auch gerade etwas ganz, ganz Großartiges am Entstehen, wo so eine ganz, ganz große Plattform geschaffen wird für viele, viele Menschen, die sich nicht nur online, sondern auch physisch treffen können und da ganz, ganz viele Experten einfach, und da spreche ich jetzt nicht von einem Online-Kurs, von einem Online-Kongress, sondern da wird was ganz, ganz Großartiges in einer anderen Richtung entstehen. Karin war eigentlich so diejenige, die in Frankfurt diese Idee hatte und hat mir das so erzählt, und seitdem ist das wie so ein Virus in mir aktiv und ich merke, wie das immer mehr Formen annimmt, und deshalb hatte ich hier jetzt auch mit Rudi Daniel schon drüber gesprochen. Wir waren gestern auch zu viert spazieren, Rudi, seine Frau, mein Mann und ich. Und da haben wir über diese Themen gesprochen und da sind noch weitere Ideen geflossen. Also da wird ganz Großartiges einfach als Hilfestellung entstehen. Und warum möchte ich diese Gedanken mit dir teilen? Nicht hier jetzt irgendwie um anzugeben oder um dich nur neugierig zu machen. Klar möchte ich dich auch ein bisschen neugierig machen, aber ich möchte dich da an diesem Beispiel einfach dazu ermutigen, und weil ich dir damit zeigen möchte, wie sehr im Grunde genommen auch das Universum, deine Schutzenergien, dein Schutzengel, Gott oder welchen Namen du dieser Instanz auch immer geben möchtest, eigentlich darauf wartet, dass auch du in dich hineinlaust und in Kommunikation trittst mit deinem Herzen, was du selbst wirklich eigentlich möchtest, wie dein optimales Leben ausschauen sollte, entsprechend deinem Herzen, entsprechend deinem Seelenplan, und dann Entscheidungen triffst und dann wirklich ganz fokussiert, dich auf den Weg deines Herzens begibst und rechts und links alles das, was dir Energie raubt, was dir keine Energie schenkt, ausblendest und ganz geradlinig und konsequent auf deinem Weg bleibst. Das heißt mit anderen Worten,
dass du jeden Tag aufs Neue wirklich auch die Dinge tust, die dich auf diesem Weg halten. Und auch da rechts und links alles ausblendest, was dich vom Weg abbringt oder abbringen kann. Genau. Deshalb möchte ich das jetzt hier mit dir teilen. Und dann kannst du immer mehr beobachten, wie da wirklich das Universum noch mehr in Bewegung kommt, wie Ideen sprudeln, wie Ideen auch bei dir dann aufkommen, wie das alles dann Formen annimmt und ja, wie es dann zur Lebenswirklichkeit wird. Genau deshalb wollte ich diese Gedanken jetzt einfach mal so spontan mit dir teilen, wollte wohl das Universum, weil es mich gerade nicht ins Internet lässt und ja, die Herren drüben noch am Aufnehmen sind und dann kam mir jetzt der Gedanke, schnapp die Kamera und sprich da einfach mal rein, was dich gerade bewegt, um dich eben damit auch zu ermutigen, auf dein Herz zu lauschen. Danke für dein Interesse, für dein Dabeisein. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Lausch auf dein Herz und lass noch viel mehr Dinge in dein Leben, die dein Herz wirklich haben möchte. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, die Irmgard.